Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem LS22 Story Projekt. Gleich am Anfang muss ich mich schon mal entschuldigen für die Ruckler in der letzten Folge. Da gab es ein paar Verbindungsprobleme meinerseits. Ich hoffe, in der Folge ist es schon mal besser. Aber wie ihr seht, bin ich schon auf meiner zweiten Wiese unterwegs und werde danach gleich noch zum Jürgen auf die Feldfläche gehen. Aber vorher muss ich mit dem Jürgen mal kurz ein Gesprächlein führen. Denn der könnte, wenn er Zeit hat, mir was auf meinen Feldern machen. Du Jürgen, bist du zufällig da? Behaupte ja. Das finde ich gut. Du, wie sieht's denn aus? Bist du noch am Ernten oder? Nö, ich bin fertig. Du bist fertig? Hast du momentan irgendwas vor oder hast du ein bisschen Luft? Vor jetzt nicht großartig. Weil sonst hätte ich die Frage, ob du eventuell mein Gerstefeld ein bisschen bearbeiten könntest mit Kalk, Grubbern. Ja. Also vorbereiten, dass wir die Grassaat ausbringen können da drauf. Ja. Das wäre nämlich gut. Würde mich freuen, wenn das geht. Natürlich, alle Verbrauchsgüter und sowas stellst mir natürlich eine Rechnung, wie immer. Das soll ich irgendwie wohl hinkriegen. Kann ich ja gleich mal so einen Kalksteuer ausprobieren. Achso, du hast ja 9. Ah, Alter. Was ist das denn? Hör auf. Mein Traktor macht sich schon wieder selbstständig. Das ist doch schon wieder faszinierend. Selbstverständlich. Ja. Weiß zwar nicht, was der für ein Problem an ihm hat, aber ab und zu macht das Getriebe nicht das, was es soll. Aber dann kann ich ja mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich mit diesem Monstrum hier über so ein Feld drüber fahre. Ja, das kannst du machen, ja. Weil ist ja so ein kleiner, netter Streuer. Ja, da bin ich mal gespannt, wie klein und nett der wirklich ist. Wenn du klein und nett sagst, ist das meistens ein riesengroßes Etwas. Ich höre hier sowieso irgendwas. Ja. Klein trifft's ganz genau. Das ist kein T5 davor, das sind T7. Was ist das? Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, du bist mit dem Kleinen unterwegs, aber ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Was kostet so ein Ding? 35, glaube ich, in der Ausführung. Also es gibt hier noch zwei größeren Varianten. Oh, okay, auch nicht schlecht. Also so wie er da jetzt steht, glaube ich, irgendwie 35. Also der hat jetzt 15 Kubikmeter Inhalt, dann gibt es den noch mit 22 und 33. Was hat der für eine Streubreite? 15. Und dann die größeren haben dann 18 oder 22. Na okay, nicht schlecht. Aber der ist halt, also... Ja. Und das alles nur auf einer Achse? Ja. Wobei der Bredal ja, also da gehen 14,5 rein und das macht er auf einer Achse mit dem großen Aufbau, also. Na gut, Boden schon, da wäre es natürlich mit 2, aber... Ja, wofür hat man Reifendruckregelanlage? Ja, okay, ist auch ein Argument. Ist natürlich auch ein Argument. Ja, aber ein kleiner, netter Streuer. Aber ich will mich natürlich nicht beklagen, weil ich bin ja froh, dass du so ein Ding hast. Im Katalog sah der allerdings auch... Kleiner aus? Kleiner aus. Das glaube ich sofort. Als ich gerade abgeholt habe, habe ich doch ein wenig gedacht, so... Hat jemand den Träger zu heiß gewaschen? Naja gut, das kann man da leicht mal denken. Im
den sollte man jetzt vielleicht auch nicht auf dem Stützfuß voll abstellen. Das könnte vielleicht auch uncool werden. Weil man sowieso, also Anhänger nicht unbedingt voll auf dem Stützfuß abstellt, aber... Ja, das sollte man vielleicht unterlassen. Ich hoffe mal nur, dass ich die Felder bei dir noch gemäht bekomme. Bevor mein Traktor hier komplett den Geist aufgibt. Das wäre vorteilhaft. Ich meine, gut, ganz zur Not müssen wir wahrscheinlich den T7 dazwischen hängen, aber... Ja gut, dann ist das halt so. Naja gut, ich sag mal... Schwaden könnte ich notfalls mit dem Teleskop leider. Ja, dafür können wir auch den T5 nehmen. Oder so, ja. Und sammeln können, glaube ich, auch beide. Nur die Mähwerke sind halt das Problem. Ja. Wobei es eigentlich sinnvoller gewesen wäre, dass ich erst mit dem Grubber über das Feld fahre, bevor ich da Kalk drauf werfe, ne? Eventuell. Ganz mal. Bin da zuversichtlich. Na ja, gut, da müssen wir halt ein bisschen warten, bis wir das Ganze einarbeiten. Ja, schön, wenn meine Spurführung also die Arbeitsbreite erkennen würde. Das wäre super. Arbeitsbreite sind nicht 1 Meter, sind 15 Meter. Okay. Hat man sowas Tolles und dann funktioniert es nicht so ganz. Kenne ich. Aber es gibt einen Vorteil. Ich bin gleich fertig auf meiner Wiese. Und dann komme ich zu Ihnen. Das ist doch schon mal super. Deine Wiesen sind ja beide am Hof, oder? Ja, die eine ist ja so. Ja, das hinten drin da? Des Wortes auf dem Hof. Und die andere ist ja die längs gezogene daneben der Halle da. Ja. Genau, dann passt das. Also die Bremsen lassen auf jeden Fall auch schon ein bisschen nach. Na gut. Ja gut. Ich glaube, der erste Service hätte ich eigentlich nach... ich glaube nach 8 Stunden machen sollen. Jetzt sind da schon 16 drauf. Ja. Ja. Ich verstehe das Problem. Aber was soll man machen, wenn man nur eine Maschine hat und die für alles braucht? Passt. Also. Hat es ja zwei. Ja, ich kann eher sagen, jetzt habe ich zwei. Du hattest vorher auch zwei. Also, ja, gut, der eine gehörte dir nicht. Ja. Also, ja, gut, das Thema hatten wir vorhin schon mal. Und es ist teuer gewesen. Das ist richtig. Aber du hättest sie zur Verfügung gehabt. Ah, gut, das ja. Also das üben wir vielleicht nochmal bei dir auf dem Hof. Also steht schon wieder alles im Weg, ne? Ja. Aber ja gut, ich bin hier gleich mit Kalkstreuen fertig. Also kann man da eine Abhilfe schaffen. Ich bin schon durchgekommen. Weil ich habe nämlich nur noch zwei Bahnen. Du hast nur noch zwei Bahnen. Jo.
So, starte mal meine. Ich kann ja auf dem Rückweg gleich eben über mein eines Pferd auch noch mit drüber fahren. Wenn ich da sowieso dran vorbeifahre. Kannst du ja. Ja, bevor ich dann umhänge und dann nochmal wieder anhänge und dann nochmal wieder hinfahre. Das wäre ja rein prozessoptimierungstechnisch eher sinnfrei. Ja. Kalk war auch gar nicht so viel, was hier drauf gegangen ist. Nicht sparsam, oder wie? Aber wenn ich jetzt gleich fertig bin, kann ich es dir sagen, aber keine 3000 Liter. Hm. Okay. Sind, oh, 2600 und ein bisschen was. Ich habe echt vergessen, dass ich dieses Feld bei dir echt nicht leiden kann. Warum nicht? Diese Huckelpuckelpiste hier. Ja, das wird immer noch platt geschoben. Da kommt irgendwann noch eine Halle her. Aber dafür habe ich kein Geld. Deswegen muss ich hier mähen. Ja, bevor es nicht genutzt wird? Spar dir mal Geld zusammen und stell da eine Halle hin. Das ist sinnvoller. Nee, ich brauche das Gras. Ja, das hat man mir auch schon häufiger gesagt, seit dem 1.4. Ja, aber ich brauche also nicht das, was bewusstseinsverändernde Möglichkeiten hat, sondern eher das, was die Viecher fressen. Na ja, okay. Bewusstseinsverändernde Eigenschaften, das Wort habe ich gesucht. Schlimmer ist eigentlich eher jetzt, wo ich diesen Streuer sehe. Da, wo ich den parken wollte, kann ich den nicht parken, da passt er nicht mal rein. Nee. Oh nö. Kann ich schon wieder umdisponieren, wie ich das da alles irgendwie untergestellt kriege. Wobei, ist ja, also der Deckel ist ja zu, kann auch draußen stehen bleiben. Ja, aber neue Maschinen lässt man eigentlich ja ungern draußen stehen, oder? Ja, aber ich habe halt nicht so wirklich den Platz habe, dann bleibt mir da wohl nichts anderes übrig. Weil da, wo er hinpassen würde, da steht so eine komische Gühwahl rum. Soll ich die etwa mitnehmen? Nachher, wenn wir mit Siloballen pressen fertig sind, ja. So, ich dachte, ich hätte auch das Angebot gemacht, ich nehme sie gleich mit. Also ich würde sie dir dann sogar noch, also ne, zurückbringen, zurückfahren. Oh, ja, dann pressen wir natürlich noch ein paar Siloballen. Bin ja nicht so. Ich auch nicht. Ist ja geben und nehmen. Ja, ich geb dir das und du nimmst dir das auch, oder wie war das noch? So sieht's aus. Mhm. Also wenn hier hinten eine Falle steht, mache ich 1000 Kreuze. Sag ich dir. Dafür muss ich erst dann noch eine andere Wiese anlegen. Du willst eine andere Wiese anlegen, so. Ja, wenn da eine Halle hinkommt, muss ich ja irgendwo das Grünzeug woanders herholen. Du kannst bei mir kaufen. In Zukunft ist es Großhandel Berger. So, ich kaufe dann das Grünzeug bei dir, um das durch meine Futtermischanlage zu jagen, um dir das so wieder zu verkaufen. Das na klingt logisch. Allerdings voll nach einem Plan. Ich auch. Ist doch gut. Wie lebt die Marktwirtschaft? Findest du nicht, oder wie? Ja, aber ich glaube, da ist da eigentlich ein anderes System. Nicht. Na, so meinst du das. Ich dachte ja nur, wir unterstützen mal ein bisschen die Gemeinde, die braucht ein paar Steuereinnahmen. Apropos Steuereinnahmen, das kommt ja Ende des Monats auch wieder, also Ende der Woche auch wieder durch. Oh nö. Oh shit. Das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Steuern. Das ist schön, ich nehme mich auch nicht. Oh oh.
Ich glaube, da müsste ich vielleicht auch noch ein paar Sachen meiner Steuer beifügen. Warum müssen Sie das unbedingt monatlich abrechnen? Wenn ich das nicht jährlich abrechne? Aber wobei, monatlich hat den Vorteil, dass du dann nicht ganz so viel Papierkram, also immer unter den Haken hast. Ja, und ich sag mal so, lieber habe ich monatlich ein paar kleinere Beträge weg. Wie das am Ende des Jahres, also... Pleite bin. Gut, wo ist der Unterschied zu so... Herr Jürgen von Petersen. Das von... Also davon wusste ich noch nichts. Ab jetzt wissen Sie es. Ja. Das ist nicht freundlich von Ihnen. Ich hab's immer schon gewusst, dass Sie mit den Fehler immer noch nachhalten. Nee, da hat das nichts mit zu tun. Ich war doch noch nie immer pleite, also jetzt bitte. Ach nee, stimmt, den Bauauftrag für eine BIA hat jemand anders ausgeteilt, da war was. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, wollte ich doch auch mal sagen. Ich würde sowas doch nie tun. Ich habe immer brav meine Rechnung bezahlt. Soweit ich konnte. Ja, soweit wir noch im Ende, also ne, irgendwo vorhanden waren. Ich habe da geradeaus irgendwie das Gefühl, ich fahre gleich in dein Feld rein. Das wäre jetzt nicht so toll. Also es gibt Schlimmeres, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann versuche ich das nicht zu tun. Aber ich habe gesehen, du hast bei dir da in deinem Feld irgendwie so einen kleinen Schlenker reingebaut. Mein Sojafeld? Was da jetzt genau auf dem Feld steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist da irgendwie so ein Schlenker drin. Das war, wo ich mit deinem Fehler in allen Teilen unterwegs war. Hallo, in allen Teilen? Also das ist jetzt gemein. Der hatte nur einige Fehler. Nicht überall. Ja, ja. Das hätte ich so im Nachhinein vielleicht auch sagen. Wo dann erst rauskam, dass da die Achsen Macke hat und so. Nein, es war nur die Lager auf. Ja, ja. Deswegen sollte der erstmal auch möglichst stationär betrieben werden und nicht so viel durch die Gegend fahren, weil das macht es halt nun mal nicht besser. Aber gut, das ist dann nun mal so. Ist, glaube ich, jetzt erledigt. Das ist soweit richtig. Aber ich kenne dich ja, Jürgen. Irgendwann hast du wieder so ein Restaurationsprojekt rumliegen. Soll ich dir jetzt sagen, dass ich also mir da schon irgendwie was ins Auge gefasst habe? Habe ich mir schon fast gedacht. Ist es grün? Auch, ja. Steht da Fan drauf? Nee. Jetzt bin ich verwundert. Ein schon dir. Wäre auch eine Variante gewesen, aber nee. Aber die sind sonst noch grün. Waren da am Träger runter. Oh, ein Glas. Das ist sonst noch grün, ja. Super, sitzt selber drin. Sondern muss ich... Manchmal muss ich mir echt selber an den Kopf langen. Ich habe da also letztens nochmal wieder durchgeguckt und so ein Xerion 2500. Ach, gleich so ein Glas. Ja, okay. Okay. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen dazu. Muss ich fairerweise sagen. Aber das ist halt beim Angucken geblieben. Weil, ja. Mal so interessanterweise, was kostet so ein Ding? Ich weiß jetzt, das wäre jetzt der alte gewesen. Den gibt es ja auch in zwei verschiedenen Motorgrößen und dann ja in. Also es gibt ja zwei verschiedene Modelljahre. Ich glaube, der fängt an. Oder der war irgendwo bei 85.
85. 85.000. Ja. Das Ding hat aber auch ein bisschen Leistung unter der Haube, wenn ich mich nicht irre. Ja, so... Nennleistung 245, also als 2500. Also so quasi soll er dir deine die Schwäche eines mittleren Traktors erfüllen in Zukunft. Das ist richtig, aber also das ist dann halt mittelgroßer Traktor im Gewand eines Großtraktors so ungefähr. Mhm. Oder halt ein Serion 3800, wobei der, also den finde ich auch schön. Oder ein 3300, aber die Leistungsklasse besitze ich schon. Zumindest von dem 3300er. Ja. Ja, so ein Xerion, also jetzt nicht so ein, nicht ein alter, aber so ein neuer, den mich auch schon langsam, den mich auch immer schon reizt. Ich finde die Technik einfach faszinierend, aber ja, das wird weiterhin ein Traum bleiben für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Wolltest du nicht einen Miet kaufen? Jürgen? Ja. Der Zug ist abgefahren. Hm. Das mache ich maximal noch bei dem kleinen Fahrzeug, wo ich überschaubar innerhalb von einem Jahr das Ding abbezahle. Aber nicht mehr bei so einem Schlachtschiff, wo eigentlich für den Dauereinsatz gedacht wäre. Weil das ist... Nee. Nee? Ist ein bisschen teuer. Ja. Ich habe so gerade die Einstellung, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann lasse ich es lieber bleiben. Wo miete ich mir das Ding, ohne es zu Miet kaufen? Wenn ich dafür dann einen gewissen Einsatzzweck habe. Ja, das ist richtig. Weil im Endeffekt, man braucht ja nicht wirklich alle Maschinen, man kann ja auch mal ein paar Sachen in Lohn erledigen lassen oder halt wirklich dann... Je nach Dingen, die Maschinen mieten. Was ist los? Ich hab das Gefühl, dass irgendwie... Hast du euch einen zweiten Drescher auf dem Hof stehen? Nee. In orange-schwarzen, weil das Ding, dieser Kalkstreuer sieht nämlich fast aus wie ein Drescher von der Ferne. Guckst du so seitlich aus dem Fenster und denkst, Alter, da steht ein Drescher. Eher klein und niedlich. Mhm. Ich glaube, ich muss bei dem Händler meines Vertrauens. Misstrauens? Was hat er angestellt? Was? Noch nichts. Nur was nicht ist, kann auch werden. Ja gut. Ich sag mal so, wir hatten ja schon so ein paar Händler, gell? Weiß nicht, was du meinst. Obwohl, wenn wir gerade schon so bei dem Händler sind. Ach so. Ja. Was machen wir eigentlich mit den Steinen, die jetzt bei dem Feld hochkommen hier? Aussammeln? Reindrücken? Keine Ahnung. Jetzt sagen wir bloß nicht, du hast nichts zum Reindrücken. Nee, ich habe eine Walze. Sind da viele Steine? Oder, noch nicht, aber ich bin jetzt auch gerade erst eine Bahn gefahren. Weil ich möchte jetzt auch ungern deine Seemaschine damit schrotten. Ja, entweder reindrücken oder halt sammeln. Ich habe eine Steinsammelschaufel, aber das ist halt ein bisschen mühsam, ne? Weil bei den Feldflächen geht's noch. Na gut, ich sag mal, wenn es kleine Steine sind, würde ich sagen, drück das Ding runter, wenn du sagst, es passt dann. Ansehen, ansonsten hilft ja nichts. Müssen wir halt sammeln, wenn es gar nicht anders geht. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema. Ja, der T7 ist vielleicht ein wenig zu überzogen. Was zum Steine sammeln? Ja, sehe ich auch so. Nee, für diesen Grober. Aber bergauf schafft es auch dieser 5-Meter-Grubber, den T7 zu bremsen. Ja, ich sag mal gut, wir dürfen halt nicht so denken,
wie im Flachland. Weil ich sag mal, wir haben halt doch ein paar Hubbel. Es ist richtig. Und da ist vielleicht mal ein paar PS mehr nicht ganz verkehrt. Ja gut, und der Grubber kloppt auch ganz schön tief in den Fußboden. Also dementsprechend bremst er ja noch ein Stückchen mehr. Ich will aber hoffen, dass du auf meinem Feld bleibst und nicht in meinem Fußboden rumrupst. Weil den wollte ich noch nicht sanieren. Wieso, wolltest du nicht einen neuen Parkettboden? Ach, oder Brote auslegen für einen Parkettboden? Also ich sag dir mal ganz ehrlich, ich bin froh, wenn dieses Haus noch ein paar Jährchen durchhält. Da ist es auch ganz schön in die Jahre gekommen. Also da fange ich mit gar nichts mit Sanieren an. Ich glaube, wenn du da mit ein paar Stahlkappen auf den Fuß klopfst, dann fällt da erstmal ein Stück Parkett raus. Das ist ja erstmal nicht so schlimm, solange du also nicht durchtrittst und danach im Keller festhängst. Habe ich noch nie ausprobiert, habe ich jetzt aber auch nicht vor, dass ich das wirklich probieren möchte. Bin froh, wenn es dicht ist. Wenn es dicht ist, wenn es stabil ist, Mann. Naja, aber das ist halt das Einzige, was auf meinem Hof halt noch wirklich alt ist. Überall anders wurde schon mal modernisiert. Das Haus ist eher so, naja. Wurde vernachlässigt. Ja gut, es ist halt, im Haus wohnt man nur. Ich weiß, das klingt blöd, aber... Mhm. So, so ist das ja nun mal bei einigen Leuten. Das ist halt so, im Haus wohnt man nur. Nur. Ja. Und vor allem mit deiner Wohnung verdienst du ja eigentlich auch kein Geld. Also. Das ist auch richtig. Na, aber gut, wurscht. Muss auf jeden Fall halten, noch ein paar Jährchen. Aber viele Jährchen, wenn ich bitten darf. Ich wüsste tausend andere Investitionen. Ich frage jetzt bitte nicht welche. Mir fällt da die eine oder andere ein. Aber ansonsten, ich weiß ja nicht, wie weit du da unten bist. Also, ich bin gerade am Rückweg zum Hof. Ja, sonst kann man bei deinem Gästefeld hier vorbeigefahren. Kannst du dir das ja mal angucken mit die Steinchen. Jo, dann mache ich da mal einen kurzen Abstecher zu dir. Weil ich würde dann als erstes bei mir oben noch schnell in der Frühstückspause, noch kurz bei mir oben im Bänder durchjagen und dann direkt mit dem Schwader zu dir runterpreschen. Ja. Weil du willst ja kein Heu, hast du gesagt. In dieser Runde. Nee, bei mir brauchst du ja sowieso nicht, wenn da durch war. Ich habe ja eine Heutrockner. Aber, ja, stimmt. Nee, auch wieder. Wenn da brauchst du da bei mir nicht durch. Weißt du, was halt arbeitserleichternd wäre bei mir? Eine Heutrocknung? Das auch, ja. Nee, aber ich meinte jetzt auf Aspekt auf Mähen. Ein Mähweg mit Schwarzzusammenführung? Ja. Aber auch nur, solange du kein Heu brauchst. Ja. Aber gut, wenn ich Heu brauche, kann ich ja Breitablage machen. Muss ja die Schwarzablage nicht anladen. Das ist richtig. Also geht mir das definitiv Arbeitsschritte erleichtern. Aber ich habe ja auch mal im Katalog geguckt, was der ganze Spaß kostet. Das sind teilweise aber schon ein paar große Klopper dabei. Ja. Ich glaube, das tut deiner Sämaschine auch nicht unbedingt gut, wenn du da drüber rumpelst, wenn man die bloß reindrückt. Bei der Sämaschine könnte das aber fast noch gehen. Ich sag mal, da musst du wissen. Also, aber nicht, dass danach hier eine teure Rechnung kommt von wegen die Sämaschine ist kaputt oder so. Die kriegen wir so oder so kaputt. Nee, so mit der Sämaschine mache ich mir da jetzt also nicht ganz so viel Gedanken. Ich habe eigentlich eher keinen. Ja, wobei, warte.
Ich wollte gerade sagen, ja, da nachher mit dem Drescher den Kram wegzupflücken, aber nee, die hast du danach in deinen Mähwerken kleben. Ja, das finde ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz prickelnd. Also das glüht halt bei den ersten paar Malen Mähen ein bisschen. Ja, aber ich hätte gerne noch ein bisschen länger was von den Mähwerken, bevor ich hier neue Schneidwerksteller da drin brauche. Ja, das musst du im Endeffekt wissen. Ich glaube, wir sammeln das lieber weg. Ja. Die Frage ist jetzt eher, bevor ich jetzt mit dem Wender lostige. Oder kann ich eigentlich auch danach machen? So, könnte ich ja eventuell noch. Jawohl, bringt mir das was, wenn ich jetzt mit Gülle rauffahre? Warum sehen? Du sparst dir halt nach dem Sehen dann eventuell ein bisschen Dünger, ne? Weil ich sag mal, Gülle habe ich aktuell genug. Ich habe mehr als genug Mist. Ja, das habe ich auch. Wo ich auch noch nicht weiß, wo ich damit hin soll. Aber ihr habt noch keinen Miststreuer. Ja, ich auch nicht. Und ich hatte jetzt eigentlich auch eher nicht die Motivation, jetzt noch einen zu kaufen, weil ich habe schon wieder mehr, eigentlich zu viel gekauft. Ja gut, ich habe schon noch einen im Plan, aber ich sag mal, ich habe jetzt ein bisschen Geld gespart. Das möchte ich jetzt auch nicht gleich wieder rausjagen. Aber ein bisschen Puffer brauche ich halt doch noch. Ich habe immer noch den Kredit dazu zahlen. Na gut, du auch. So ist jetzt nicht. Ja. So. Und dann kuppel ich jetzt hier mal das ganze Ding erstmal ab hier. Dann würde ich aber erstmal sagen, sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Auch gerne einen Kommentar. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Prost.